Aber konkrete Frage, woher kennen wir uns? Jetzt musst du ein bisschen kramen. Nachdem ich meine Vorgänger in dem Format schon angeschaut habe, weiß ich, dass die Frage kommt. Insofern bin ich vorbereitet. Wir kennen uns seit bald einem Vierteljahrhundert. Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber es war irgendwas rund um 2000, vielleicht auch davor. Ich war damals gerade Angestellter bei der Firma Microsoft und du bist, also eigentlich ein Kollege von dir, der Franz, hat sich bei mir gemeldet. Du hast, ich glaube, parallel bei einem Kollegen dich gerührt, beim Jan. Als BMI, weil ihr schlicht und einfach Geld haben wolltet. Perfid. Da geht man zu Microsoft. Ja. Und ich weiß noch gut, ich habe das eigentlich so links vorbeisausen lassen. Ja, ja. Der Franz, ich weiß nicht, wie du das beim Jan gemacht hast, aber der Franz war da unglaublich hartnäckig. Ja, das ist er. Und so haben wir uns dann, irgendwann war es dann peinlich schon, und irgendwann haben wir uns dann getroffen und haben das dann vereinbart. Ja. Und so haben wir uns. Wir waren nämlich, um es von meiner Seite zu erklären, wir waren gerade dabei, PMI aufzubauen. Und es gab ja dann damals in Österreich schon einen Dachverband zum Thema Projektmanagement, die PMA, die sehr etabliert ist und ein großes Budget hat. Und wir haben gesagt, das, was die können, können wir auch. Und haben natürlich Corporate Sponsors gesucht. Ja, und warum auch nicht bei der Microsoft? Ja, ihr hattet ja auch ein Produkt in dem Umfeld. Und so haben wir uns gegenseitig kennengelernt. Aber damit hat es nicht aufgehört. Gell? Wir haben uns ja nicht nur über PMI kennengelernt, sondern irgendwie hat das dann nicht aufgehört, unsere Nahbeziehung. Ja, das ist dann irgendwie, hat sich das verselbstständigt, möchte ich fast sagen. Snowball-Effekt. Wobei mich einfach so, nachdem ich jetzt irgendwie so aushalten habe müssen, was du über mich erzählst, was mich irgendwie so fasziniert hat, ist der Drive und dieses Yippie-Yay. Yeeha! Der Bass, also der BM Cowboy, finde ich, ist einfach eine total authentische Bezeichnung. Und das hat mir gedacht, weil da was los ist und weil da was weitergeht und weil das Thema einfach spannend ist. Ja. Und so habe ich dann über das Sponsoring hinaus dann selbst in der Organisation BMI angedockt. Ja. Wir haben aber auch einige Zeit zusammengearbeitet. Richtig, ja, weil wie ich dann den Konzern verlassen habe, habe ich mich selbstständig gemacht zum Thema Beratung. Und da haben wir im gleichen Beratungsnetzwerk gearbeitet. Ja, da haben wir für etliche Österreicher, auch im zentraleuropäischen Raum, etliche multinationale Firmen zum Thema Projektmanagement, Programmmanagement und PMOs unterstützt. Ja.